Herzlich willkommen zurück aus der Wege. Wir hören einen Vortrag von Johannes. Der Titel Open Washing hat mich bemüßigt, nochmal kurz nachzugucken, woher der dann ein letztes Mal eigentlich kommt. Der ist nämlich quasi die Quelle. Und das ist eine sehr alte Tradition in Hollywood. Ursprünglich, ja, aber das hat sich bis in die 70er Jahre fortgesetzt. Da haben nämlich Hollywood-Filmmacher gerne auch schwarze und asiatische Rollen mit weißen Schauspielern, die dann entsprechend geschminkt wurden, so dass sie irgendwie schwarz oder asiatisch aussehen. Also diese Tendenz zu versuchen, etwas vorzugeben, was gar nicht der Wahrheit entspricht, und sich etwas anzueignen, kulturell, um daraus Profit zu schlagen, ohne die Herkunft tatsächlich wertzuschätzen, ist Altgeschichte. Und Johannes wird auch, glaube ich, noch ein, zwei andere Beispiele nennen. Diese Tradition hat im Kapitalismus durchaus viel Anklang gefunden. Und in Bezug auf Open Source würde ich sagen, Johannes, leg los, viel Spaß. Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank für die Anmoderation. Mir war das tatsächlich auch neu, das habe ich nicht gewusst, das habe ich gerade erst vor 5 Minuten erfahren. Daher echt nochmal danke für den Hinweis, auch diesen Kontext im Hintergrund zu haben, auch wenn es um dieses Thema jetzt nicht geht, auch wenn es heute nicht um Greenwashing geht, sicherlich viele von euch so als Begriff auch im Hintergrund haben, wenn es um diese Washing-Thematik geht. Also bei uns geht es um Open Washing ans Licht. Dagegen tun. Mein Name ist Johannes Näder, ich arbeite als Project Manager für die Free Software Europe. Und bevor ich richtig einsteige, würde ich euch gerne einen fröhlichen und Software Freedom Day, der heute gefeiert wird. Also ein guter Anlass, heute auch über freie Software zu sprechen. Und da das Thema doch ein bisschen schwieriges und ein bisschen düsteres ist, fangen wir gleich mit einer Erfolgsgeschichte als erstes mal an am Software Freedom Day, bevor es dann darum geht, was ist eigentlich Open Washing, welche Methoden gibt es, warum ist Open Washing problematisch, kennt man es eigentlich, wie können wir es erkennen, wie können es andere erkennen, wie können es auch öffentliche Verwaltungen erkennen und was können wir alle dagegen tun. Das ist also so der Fahrplan. Ganz am Anfang auch zur Free Software Foundation Europe, für diejenigen, die uns nicht kennen. Die Free Software Foundation Europe oder FSFE ist ein gemeinnütziger Verein, der Menschen im selbstbestimmten Umgang mit Technik unterstützt. Software Lebens nimmt eine immer wichtigere Rolle ein und es ist ganz wichtig, wie hilft, statt uns zu beschränken. Wir glauben, wir sind der Meinung, wir sind der Überzeugung, dass es da freie Software braucht. Freie Software ist Software, die 4 grundlegende Rechte oder Freiheiten, wie wir auch sagen, einräumt, nämlich die Freiheiten, die Software zu jedem Zweck zu verwenden. Das ist nicht eingeschränkt. Jeder kann sie zu jedem Zweck verwenden. Jeder darf sie verstehen. Das heißt also, der Quellcode muss offen vorliegen. Und jeder darf die Software auch verbessern. Im Idealfall natürlich kann er sie auch schlechter machen, aber im Idealfall sollte sie besser werden. Wer verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern, machen freie Software oder auch Open Source anonym ist dafür aus und werden in Form von Lizenzen gewährt. Ich habe das jetzt bewusst nochmal so ausführlich, ich glaube, ich trage da auch Eulen nach Athen, aber ich habe es bewusst nochmal so ausführlich gemacht an dieser Stelle, weil es ganz genau darum geht, nicht eingeräumt werden und trotzdem behauptet wird, es sei freie Software. Also wenn eine dieser Freiheiten nicht da ist, dann handelt es sich nicht um freie Software, sondern um proprietäre Software. Als Free Software Foundation Europe glauben wir und wir sind der Meinung und Überzeugung, dass wir kontrollierbare, transparente, digitale Infrastrukturen brauchen. Wir denken, wir brauchen in öffentlichen Verwaltungen, im Bildungssektor, in Bildungseinrichtungen und auch auf privaten Endgeräten. Heute wird es somit tendenziell ein bisschen um den öffentlichen Verwaltungsbereich gehen. Da ist die Frage, woher kommen wir eigentlich, wie sah es in der Vergangenheit mit freier Software in der öffentlichen Verwaltung, woher kommen wir? Also bisher war es so, öffentliche Verwaltung hat Software beschafft, ohne eine Vorgabe zu machen, ob das Open Source freie Software ist. Es ist kein Kriterium gewesen in der Vergangenheit. Der Vorschlag für Ausschreibungen
also in aller Regel Anbieter proprietärer Software erhalten. Geld ist geflossen für Lizenzen. Das gleiche Produkt wurde immer wieder verkauft, also die Lizenz wird immer wieder bezahlt, ganz egal, ob das Produkt dahinter besser wird oder nicht. Es besteht eine Herstellerabhängigkeit, also die öffentliche Verwaltung ist von dem Hersteller abhängig, der ihnen die proprietäre Software verkauft. Dieser Hersteller kann als Geld auftreten, es entstehen Software-Monokulturen dadurch, wie wir alle wissen, in der Öffentlichkeit ist problematisch. Die Preisbildung passiert nicht auf dem Markt, sondern sie passiert durch die Hersteller. Die Hersteller legen die Preise fest und können die Preise, die Kohle haben, auch stark nach oben treiben. Der Staat hat also dadurch keine Kontrolle über die digitale Infrastruktur seiner Verwaltung, was ein großes Problem ist. Wohin wollen wir über freie Software in der öffentlichen Verwaltung sprechen? Wir wollen, dass die öffentliche Verwaltung freie Software beschafft. Das Geld soll fließen für freie Software. Den Zuschlag sollen Anbieter freier Software erhalten. Und das Geld soll nicht mehr für Lizenzen fließen, denn bei freier Software zahlt man nicht für die Lizenz, sondern das Geld soll fließen für Maintenance, für Entwicklung, für den Betrieb und für den Support. Dadurch werden die Produkte immer besser. Es entsteht also auch ein digitales Gemeingut auf eine Art und Weise. Die Software, die freie Software steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Diese Herstellerabhängigkeit, die Situation, wo wir herkommen, statt derer gibt es Konkurrenz und Innovation. Die Preisbildung findet nicht durch die Hersteller einseitig statt, sondern auf dem Markt. Dadurch werden Produkte auf lange Sicht auch günstiger für die öffentlichen Verwaltungen. Und vor allen Dingen Staat und Öffentlichkeit haben Kontrolle über die digitale Infrastruktur. Das ist das, wo wir hinwollen. Wir haben als Free Software Foundation Europe, als FSFE, schon seit 6 Jahren, seit 7 Jahren, Public Money, Public Code gehört, wo wir ganz genau freie Software in öffentlichen Verwaltungen, wir wollen rechtliche Grundlagen, die es erfordern, dass mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltungen entwickelte Software unter einer freie Software-Lizenz veröffentlicht wird. Ganz einfache Claim, wenn es sich um öffentliche Gelder handelt, dann sollte auch der Code öffentlich sein. Das wir in den letzten Jahren aufgetreten sind und mit der wir immer mehr Gehör gefunden haben und die von vielen Leuten heute so unter dem Titel Public Money, Public Code genannt wird, erwähnt wird immer wieder. Man kann es einfacher machen, man kann sagen, wir wollen nicht sofort morgen 100% freie Software in öffentlichen Verwaltungen, das wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Es wäre schon schön, wenn es ab sofort 20,48% aller Gelder, die für Software ausgegeben werden, für freie Software ausgegeben werden. 20,48% sofort für freie Software und dann bitte 100% ab dem Jahr 2048. Also das wäre ein bisschen die Forderung in die Zukunft hinein. Wir wollen also nicht, dass es muss nicht sein, es ist auch unrealistisch, dass es ab sofort komplett funktioniert, aber wir wollen uns in diese Richtung hinbewegen. Wir wollen, dass öffentliche Verwaltungen, dass der Staat sich in diese Richtung auf den Weg macht, freie Software zu beschaffen. Diese Initiative Public Money, Public Code wird von der FSFE und von vielen, vielen anderen Organisationen getragen. Sowohl Vereine, Stiftungen international, nicht nur in Deutschland, international, aber auch öffentliche Verwaltungen, die sich dazu bekennen, Forschungseinrichtungen, die sich dazu bekennen. Und man kann sagen, es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Public Money, Public Code ist in aller Munde. Die Überzeugung oder der Gedanke, dass freie Software die Basis kontrollierbarer digitaler Infrastruktur bietet, das ist ein Gedanke, der doch sehr viel weiter durchgesetzt hat. Und es gibt inzwischen auch Beschlüsse, Papiere, Infrastrukturen und Institutionen, die sich ganz genau damit für digitales Internet, dass ich das auf die Fahnen geschrieben habe. Tech Fund für Open Source, nicht in Verwaltung einsetzt. Es gibt, und jetzt kommen wir gleich auch schon zu den Problemen, also zwar ein Momentum eigentlich für Public Money, Public Code, aber gleichzeitig noch nicht die Zeit zurücklehnen. Der jetzigen amtierenden Bundesregierung schaut, ist dort Public Money, Public Code angekündigt, dass die Regierung entsprechende Schritte machen wird, um eine Open Source First Politik, eine freie Software First Politik einzuleiten. Das ist heute nach 3 Jahren passiert.
Und das auch so als Erklärung, es entstehen Papiere, aber Papier ist geduldig. Wir brauchen aber eigentlich konkreten Fortschritt hin in Richtung, wie schon gesagt, ein Budgetkürzungen zum Opfer. Ein Beispiel sind die Budgets für digitale Souveränität, unter denen oft freie Softwareprojekte vorgesehen werden, die oft für freie Softwareprojekte ausgegeben werden sollen. Diese Mittel sind seit dem letzten Jahr stark gekürzt worden. Es gibt in den Papieren, die existieren, Unformulierungen, Loopholes, das schwächt existierende Vorgaben. Und es gibt auch keine Fortschrittsmessungen. Also wie sollen wir feststellen, ob wir uns wirklich in Richtung mehr freie Software in öffentlichen Verwaltungen bewegen, wenn wir keine Indikatoren dafür definiert haben und wenn auch keine Statistiken dafür existieren, die das erheben, wie viel freie Software eigentlich in öffentlichen Verwaltungen ist. Nach einer Einleitung beim Thema gibt es Open und Open Washing unterminiert das Ziel Public Money, Public Code und trotzdem die Öffentlichkeit über den Einsatz von Steuermitteln gleich auch genauer anschauen. Wir haben uns gefragt, darauf Fokus von uns über ein Stück zu heißt zu kritisieren die Implementierung von Policies besser. Wenn Dinge in die falsche Richtung laufen, dann das auch ganz klar zu. So, und Washing, was ein Teil davon ist, also die Problematik, dass können. Bei Open Washing ist es insofern ein bisschen, also hier ein kleiner Lichtspalt schon drauf auf das Thema. Washing, was es schwierig macht, was nicht verschwinden wird, seit es freie Software gibt, seit es Software gibt, gibt es Open Washing und das Thema wird auch da bleiben. Es wird auch in Zukunft nicht völlig verschwinden. Es wird immer wieder Versuche geben, das zu machen. Es schadet dem Ansinnen, mehr Public Money für öffentlichen Code für freie Software auszugeben. Deswegen müssen wir Open Washing erkennen, wenn wir es sehen. Wir müssen darüber sprechen und versuchen, es einzudämmen, auch wenn es verschwinden wird. Genau, also was ist Open Washing? Eine gar nicht so einfache Frage. Je nachdem, in welchem Kontext ihr euch bewegt und ob der Begriff da verwendet wird, ob da ein Problembewusstsein für diese Thematik da ist, wird der Begriff manchmal inflationär verwendet, ohne dass eigentlich ganz klar ist, was sich dahinter wir haben uns gefragt, wie können wir das rausfinden und haben dann eine Umfrage gemacht auf Mastodon, in sozialen Medien, auf unseren Mailinglisten, um herauszufinden, was eine breitere Öffentlichkeit eigentlich zu verschiedenen Punkten zum Thema Open Washing denkt, war eine Definition. Eine weitere Frage waren die Methoden, warum ist es problematisch? Und es geht jetzt auch ein bisschen mir darum, gleich euch die Ergebnisse von dieser Umfrage vorzustellen oder das, was wir daraus abgeleitet haben. Also was ist eigentlich Open Washing? Genau, also hier ist die Umfrage. Ich glaube, ihr könnt noch teilnehmen. Wird sich auch noch jemand durchlesen, aber da es jetzt schon die Auswertung ist, geschlossen. Wir haben da eine ganze Menge sehr interessanter Rückmeldungen bekommen. Unter anderem kam die Idee, Open Washing könnte eigentlich ein gutes Schlagwort für eine Open Source Waschmaschine sein. Das ist nicht eigentlich am Ende das, was wir uns darunter vorstellen, obwohl ich habe dann mal geschaut, es gibt dieses Projekt tatsächlich, das gab es unter dem Titel Open Washer. Genau, um zu einer Definition zu kommen, Open Washing meint, proprietäre Software vertreiben und dabei den irreführenden anderweitig unterstützen. Also zwei Kriterien müssen erfüllt, damit wir von Open Washing sprechen können. Das eine, es muss sich um proprietäre Software handeln. Das Softwareprodukt ist also nicht oder nicht vollständig freie Software. Das ist ein bisschen problematisch, das rauszufinden, da kommen wir gleich noch drauf. Und das zweite, es muss eine irreführende Kommunikation dazu geben. Es genügt, irgendein Hersteller macht proprietäre Software, das ist nicht gleich Open Washing, sondern er muss gleichzeitig auch behaupten, es sei freie Software. Open Washing ist in dieser Form meistens eine Form von Etikettenschwindel, meistens verbirgt sich dahinter die Absicht, einen Marktvorteil für proprietäre Softwareprodukte zu erzielen.
Ja, so viel zu der Definition. Welche Methoden gibt es? Auch da haben wir nachgefragt. Auch da haben wir uns selber nochmal Gedanken gemacht und haben dann das, was wir als Feedback bekommen haben, ein bisschen strukturiert. Und da würde ich jetzt mal die Kategorien, die wir uns, die wir rauskristallisiert haben, euch vorstellen, gerne auch mit der Bitte, das nachher in der Diskussion noch zu ergänzen, wenn euch dazu noch was einfällt. An ein paar Stellen habe ich Beispiele dabei. An anderen Stellen habe ich keine Beispiele rausgesucht, weil es dann auch schnell zu weit führt und was wirklich sehr viele Beispiele gibt. Um einzusteigen und eines der prominentesten, eine der prominentesten Methoden und Strategien ist Buzzwording. Also man redet viel über Open, man redet viel über frei, führt das im Namen seiner Firma oder vielleicht auch im Namen seines Produkts oder es benennt also auch sein Produkt irreführend. Dabei ist es das eigentlich gar nicht. Ein Beispiel, was glaube ich jetzt mir zumindest sofort einfällt, ist OpenAI. Also jeder weiß, OpenAI ist also überhaupt nicht open. Zumindest das allermeiste, was dort ist, ist überhaupt nicht open. Aber es heißt nun mal so und wer sich gar nicht damit auskennt, der denkt, oh toll, es gibt jetzt künstliche Intelligenz und die ist auch noch ganz offen. Und Open Source, das ist natürlich nicht der Fall. Ein anderes Beispiel, mit dem wir uns im letzten Jahr schon etwas intensiver beschäftigt haben, das werdet vielleicht auch manche von euch mitbekommen haben, ist Dataport mit dem digitalen souveränen Anführungszeichen, D-Phoenix, den Dataport der norddeutsche, die Anstalt öffentlichen Rechts, also Sitz der norddeutschen Bundesländer, öffentliche IT-Dienstleister, entwickelt mit der öffentlichen Verwaltung einen digital souveränen Open-Source-Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und der wurde auch immer als Open-Source angekündigt, um also gewissermaßen ein Office 365-Ersatz für die öffentliche Verwaltung auf Basis von freier Software. Und Sie haben es eben auch angekündigt als Open Source mit Videokomponenten, mit Terminplanung, mit einer Office-Umgebung, alles browserbasiert. Seit mehreren Jahren schon in Ankündigung und auch im Einsatz, im Vertrieb. Wenn man noch vor einem Jahr auf die Seite gegangen ist von Dataport und sich und von Phoenix und sich dann angeschaut hat, gab es einen Link Quellcodes, allerdings der Komponentenprojekte gekommen, die sie verwenden für. Also das ganze Projekt, die Phoenix, ist kompiliert aus beispielsweise Univention, Keycloak, OpenExchange, Jitsi, Matrix, Collabora, die dort einfließen und wird von denen zusammengebaut und integriert ausgeliefert. Und wenn man jetzt dort die Quellcodes haben will, dann wird man auf die Ursprungsrepositories dieser Projekte geleitet, bekommt aber keine Anweisung dazu, wie man das Ganze denn, also die ganze integrierte Suite bei sich selber auf seiner eigenen technischen Infrastruktur ausführen kann. Das ist natürlich nicht ausreichend. Heute ist es so, dass auch auf dieser Seite, auf dem Link, diese Links existieren zu den Original-Repositories, sondern nur noch dieser schöne 404. Allerdings ist Dataport auch aufgrund, ich denke auch aufgrund der Kritik, die in der Öffentlichkeit geäußert worden ist, unter anderem von uns davon weggegangen, von Arbeitsplatz zu sprechen. Es gibt zwar immer noch ein bisschen dieses Buzzwording ringsherum, eine Weile wurde dann noch geredet von Open Source und auf Open Source, was ich auch immer noch als Open Washing bezeichnen würde. Man versucht sich so in diesen Kontext zu stellen. Mittlerweile ist auch diese Terminologie, kommt gar nicht mehr im Umkreis von D-Phoenix so stark vor. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn das D-Phoenix-Projekt als freie Software zur Verfügung stehen würde. Genau, ein anderes Projekt, was vielleicht auch einigen von euch bekannt sein dürfte, Bitwarden, eine Passwort-Manager-Software, die schon auf ihrer Seite, also das ist auch als Beispiel genannt worden bei unserem Community Survey, die auf ihrer Seite sich als Trusted Open Source Personal Password beschreiben. Und sobald man dann in das Repository geht, dort die Info findet, all unser Code ist entweder unter GPL oder unter der Bitwarden License Version 1.0 lizenziert. Also hier ist ganz klar, ein Teil der Software ist gar nicht unter einer freien Software License, sondern unter einer anderen Lizenz, die keine Open-Source-Lizenz ist. Irreführende Lizenzierung, da sind wir schon beim Thema, ist auch eine beliebte Strategie. Free FileSync, ein Projekt, weiß nicht, ob das jemand kennt oder nutzt von euch, als
Asynchronization-Lösung beschrieben. Und dann findet sich im FAQ die Information Free File Sync, free for commercial use. Version of Free File Sync allowed for private use only. Gleichzeitig steht auf der Seite, es ist als GPL lizenziert. Also es wird eine freie Software-Lizenz verwendet und gleichzeitig aber an anderer Stelle gesagt, nur für privaten Gebrauch zum Beispiel oder eine andere Einschränkung des Gebrauchs. Dadurch ist die Situation so, dass es eigentlich eine widersprüchliche Lizenzierungsinformation gibt und man sagen muss, dass eine unklare Lizenzierung da ist und die Software nicht freie Software ist, obwohl sie so bezeichnet wird. Eine andere Strategie ist ja das, was man so gemeinhin unter Open Core kennt, also nur ein Teil, eine Software wird als offen und frei beworben, aber nur ein Teil der Software steht unter einer freien Software-Lizenz. Oftmals ist es auch so, es gibt eine Community Edition und eine Enterprise Edition, wo die Enterprise Edition proprietäre Komponenten enthält und proprietären Code enthält. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier auch ein Beispiel dazu habe. Ja, habe ich. Das kenne ich nicht, das ist uns auch genannt worden. Kyle.com, hier oben an der Stelle auch. Open Source will never run around and desert you. Also hier wird auch klar, handelt es sich um Open Source. Gleichzeitig ist es dann so, dass in dem Repository ein Ordner sich befindet, der nicht unter einer Open Source Lizenz steht und das Ganze lässt sich auch nicht selber betreiben. Und auf Nachfrage wird es auch bestätigt, dass also gar nicht vorgesehen ist, dass man proprietär entfernt und es ohne diesen Ordner betreiben kann. Da gibt also ein Problem ist bei diesen Enterprise Edition, Community Edition Sachen, man weiß natürlich nie, was bietet die Enterprise Edition, wenn man nicht ganz genau weiß, von welcher Edition liegt jetzt eigentlich der Code in dem Repository. Ist das der Code von der Community Edition? Ist das der Code von der Enterprise Edition? Wie das rausfinden? Also reproducible builds können dann natürlich eine Hilfestellung sein dabei, aber in vielen Fällen ist es überhaupt nicht so ganz klar, ist das Openwashing, ist es an dieser Stelle eine proprietäre Software, die mit der Enterprise Edition ausgeliefert wird und gerade für Beschaffungsexperten Fall zu unterscheiden. Weitere Fälle und weitere Strategien, die noch vorgekommen sind in unserer Analyse oder in der Rückmeldung der Community. Freie Software wird unangekündigt proprietär, also es gibt einen plötzlichen Lizenzwechsel, ohne dass darüber angemessen kommuniziert wird. Es gibt eine freie Client-Software, die aber von einer proprietären Server-Software abhängt. Es gibt also im Hintergrund die Client-Software ist zwingend an ein Server-Backend gebunden, auf das nur proprietär läuft und wird trotzdem als freie Software, als Open Source beworben. Oder so wie Delay proprietär als Ganzes schon als freie Software geworden. Nutzende werden behindert. Es gibt die Situation, dass zum Beispiel man sagt, okay, hier ist die Software, hier ist die Lizenz, diese vier Freiheiten habt ihr. Wenn ihr die Software aber weitergebt, dann drohen wir an, euch zu verklagen. Führt dazu, dass es sich eigentlich niemand traut, weil niemand ein Rechtsstaat möchte, seine tatsächlich zu nutzen. Und im Fall von AI ist es ein bisschen schwieriger, weil es da nicht nur um die Software geht, sondern auch um die Trainingsdaten, um die Weights und um die Software. Es gibt keine abschließende Definition davon, was wirklich eine offene AI ist, aber klar ist, dass all diese Bereiche in irgendeiner Form davon berücksichtigt werden müssen und das ist nicht genügt, wenn allein die Software unter einer offenen Lizenz steht. Warum ist das Ganze problematisch? Also das liegt ein bisschen auf der Hand, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, die Öffentlichkeit wird zumindest Staat Software beschafft und es ist eben Open-Washing-Software, die beschafft wird, dann wird die Öffentlichkeit über den nachhaltigen Einsatz von Steuermitteln man denken, die Steuermittel werden tatsächlich Public Money Public Code für Open Source, für freie Software ausgegeben, tatsächlich fließt es aber in Open-Washing Firmen in Openwashing. Es gibt durch Openwashing eine unlautere Konkurrenz für freie Software und umgekehrt, wenn Softwarehersteller
dann eben in Bieterverfahren unterliegen, dann werden sie nicht für ihre Arbeit und nicht für ihre Leistung entlohnt, werden Openwashing-Firmen zum Zuge kommen. Wenn Probleme dann mit dieser Software auftreten, dann wird das aber in aller Regel trotzdem Open Source und freier Software zur Last gelegt und es gibt einen Image-Schaden für freie Software dadurch. Und abgesehen davon verfehlt der Staat und verfehlt die öffentliche Verwaltung Souveränitäts- und Nachhaltigkeitsziele und es gibt eben nicht die Möglichkeit, die digitalen Infrastrukturen zu kontrollieren. Also all die Probleme, die wir mit proprietärer Software haben, die haben wir im Fall von Openwashing auch. Es gibt Herstellerabhängigkeit, es gibt keine Wechselmöglichkeit und es gibt unter Umständen auch mangelnde Interoperabilität. Und das Ziel von Public Money, Public Code, mehr freie Software in öffentlichen Verwaltungen, das wird damit untergraben. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt Situationen, in denen es gar nicht so einfach zu erkennen ist. Handelt es sich um Openwashing? Wir haben deswegen eine Liste von Indikatoren aufgestellt, die für sich genommen nicht ein Beweis für Openwashing sind. Also man kann nicht sagen, jemand, der sich so verhält, wie das hier beschrieben ist, der betreibt Openwashing und das ist proprietäre Software. Aber das sind, in denen sollten beispielsweise Beschafferinnen in öffentlichen Verwaltungen einmal genauer hinschauen und da sollten vielleicht nicht unbedingt jetzt Alarmglocken schellen, aber es sollte eine Prüfung genauer geguckt werden. Beispielsweise gibt Projekte, die nicht für wichtige Linux-Distributionen worden sind. An sich natürlich kein Problem, aber was ist der Grund dafür? Besser mal ganz genau hinschauen, ob vielleicht das ein Lizenzproblem ist an dieser Stelle. Es gibt eine unklare Terminologie um die Software drumherum. Also was wird zum Beispiel based on Open Source gesagt, Open Source. Es gibt gar keine Verweise auf Lizenzen. Es ist unklar, wo die Lizenz. Es gibt vielleicht auch keine Hinweise auf das Code Repository. Es ist unklar, wo sich der Code findet. Auch das an sich, also die nicht öffentliche Entwicklung, und das nicht öffentliche Bereitstellen des Codes kann man machen, auch bei freier Software. Also ich kann ja freie Software auch in meinem Kämmerlein entwickeln und nur denjenigen, denen ich Software gebe, auch auf Anfrage den Code geben. Aber im Falle von öffentlichen Verwaltungen wäre es wahrscheinlich gut, in solchen Fällen genau und nachzufragen und genauer zu prüfen. Wenn ein Contributor, ein verpflichtendes Contributor License Agreement, ein CLA, unterzeichnet werden soll von Contributors, dann könnte das ein Hinweis sein, dass eine spätere Proprietarisierung geplant ist und die Existenz von einer Community und einer Enterprise Edition, also ein Fall, ist nicht zwingend ein Beweis dafür, dass dort eins von beiden proprietär ist, aber die Alarmglocken ein bisschen ringen und man sollte genau hinschauen, welche Software beschafft man jetzt eigentlich in dem Fall, die Community oder die Enterprise Edition, ist Price Edition wirklich freie Software drin. Weitere Punkte, es gibt nur einen einzelnen Anbieter, der diese Software herstellt, der dann auch Möglichkeiten hat, sie im Nachhinein zu proprietarisieren. Es gibt nirgends Hinweise auf Möglichkeiten zur Beteiligung. Der Betrieb der Software, so wie das vorhin bei dem einen Beispiel der Fall war, aus dem Quellcode oder das Bauen der Software aus dem Quellcode ist gar nicht möglich. Scheitert und man weiß nicht, warum das genau der Fall ist. Die Software wurde kürzlich geforkt oder es gab kürzlich die Ankündigung, erst das ganze Projekt Open Source als freie Software bereitzustellen. Oder es gibt Werbungseinblendungen, die gegen eine Zahlung abschaltbar sind. Auch das würde dann vielleicht ein Grund sein, mal genauer hinzuschauen, denn das wäre kein besonders gutes Geschäftsmodell, wenn es tatsächlich sich um freie Software handelt und jeder das zu jeder Zeit forken könnte und die Werbung auch ohne Zahlung ab. Im Fall von AI gibt es noch, kürzlich gab es eine größere Debatte und auch Debattenbeiträge, wo besonders auf das Release bei Blogposten gewiesen worden ist, was noch so ein Spezialfall von dem Buzzword ist, dass also groß eine neue AI angekündigt Funktionalitäten, die es bisher noch nie gab und die ist natürlich sehr offen und es gibt erstmal nur einen Blogpost darüber und keine
ja, keine tatsächliche weitere Information dazu. Und man kann es auch vielleicht noch gar nicht ausprobieren. Es wird erstmal nur in einem Blogpost angekündigt. Es gibt eine riesen Diskussion darum, dass jetzt eine neue offene AI da ist. Also das ist etwas, was in diesem Bereich um künstliche Intelligenz in Anführungszeichen häufiger vorzukommen scheint. Bestätigt das Open Washing, das ist der Bereich, wo wir schon bei den Nachweisen, bei den Beweisen sind. Software wird als freie Software beworben, aber die Lizenz wird weder von der Open Source Initiative noch von der Free Software Foundation noch vom Debian Project anerkannt. Das sind so allgemein die drei Institutionen, die Listen von anerkannten freie Software-Lizenzen führen. Wenn da eine Lizenz nicht drin ist, dann kann man sagen, ist eigentlich nicht freie Software. Oder wie vorhin schon gesagt, es gibt eine freie Software-Lizenz, aber es gibt widersprechende Ergänzungen dazu an irgendwo an anderer Stelle. Oder es gibt vielleicht eine Lizenz, aber auf Anfrage erhalte ich keinen Quellcode, obwohl ich dazu berechtigt bin. Ich bin als Nutzer bei freier Software immer ja berechtigt dazu, den Quellcode zu erhalten. Ich frage an, ich bekomme ihn nicht. Dann wird auf jeden Fall hier, werde ich in meinen Rechten eingeschränkt. Oder ich werde sogar mit bedroht, falls ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, falls ich die ankündige, dass die Software weiterzugeben, dann werden mir rechtliche Schritte angedroht. Wenn der Code proprietäre Elemente enthält, proprietäre Abhängigkeiten oder Code-Blobs, ohne dass das transparent gemacht wird, dann ist es auf jeden Fall auch bestätigtes Open-Washing. Genau, und als letzten Punkt, was können wir tun? Das ein bisschen untergliedert in zwei Bereiche. Das eine ist, was können Verwaltungen tun? Das ist im Kontext, wo Open-Washing eben ein Problem ist, bei dem Weg zu mehr Money, zu mehr freien Verwaltungen. Zum einen können sie das Open-Washing-Risiko bei Vergaben versuchen zu reduzieren. Das ist nicht einfach, das ist auf jeden Fall ein zu schaffen. Man muss dazu eigene Expertise zu der Thematik erwerben, verlässliche Strukturen und verlässliche Institutionen nach Möglichkeit auch entwickeln und etablieren. Ein wichtiges Thema, wo viel zurzeit darüber diskutiert wird, sind Ausschreibungen. Kriterien, mit denen man schon in der Vorbereitung der Vergabe, also während der Ausschreibung, Kriterien definiert, mit denen man Openwashing detektieren kann und feststellen kann und dann Openwashing-Player ausschalten kann. Das Ziel muss immer sein, für die öffentliche Verwaltung die eigene Wechselfähigkeit zu erhalten. Also wenn doch irgendwo was schief geht, wenn man doch irgendwo Openwashing-Player ausgegangen ist, wechseln zu können. Mit auch die Wirtschaft zu haben, wenn Mechanismen jetzt nicht funktioniert haben, dann das nächste Mal besser zu können, eine Lernkultur in dem Bereich zu haben. Eigenes Openwashing vermeiden ist der zweite Bereich, was Verwaltungen tun können, denn da, wo Verwaltung selbst Software entwickelt, muss sie sich beschäftigen damit, was für Lizenzen sind eigentlich geeignete Lizenzen. Es gibt Standards zur Dokumentation von Lizenzen, wie zum Beispiel ein Projekt von der Free Software Foundation Europe, wo Lizenzen maschinenlesbar, Lizenzierungen in Projekten dokumentiert und hinterlegt werden. Offene Entwicklung habe ich hier dazu geschrieben. Wie gesagt, niemand ist gezwungen, freie Software offen zu entwickeln. Jeder kann das auch für sich zu Hause machen und muss nicht das im Internet frei öffentlich machen. Aber für öffentliche Verwaltungen wäre es sicherlich ein Best Practice, die eigene Software auch auf einer Plattform wie OpenCode zum Beispiel öffentlich zu entwickeln. Anzustreben, in Linux-Distributionen aufgenommen zu werden, als Compliance-Test sozusagen, Multi-Stakeholder-Beteiligung, also gerne mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten und sich auch Expertise zu entwickeln und an Bord zu holen. So, schließlich, was können wir alle tun, um OpenWashing anzugehen? Das eine ist, ein Verständnis von OpenWashing zu entwickeln. Was ist das? Was sind die Methoden, was sind die Strategien, warum ist es problematisch, worum es hier heute geht und ging. Und da will ich nochmal ein bisschen, wir haben uns jetzt viel mit Openwashing beschäftigt und es gibt Maslows Hammer, also wenn du siehst, jedes Problem, was du damit bearbeiten wirst,
Nur weil wir uns jetzt mit Openwashing beschäftigt haben, dann bedeutet das nicht, dass jedes Problem im Zusammenhang mit problematischen Praktiken rund um freie Software auch Openwashing ist. Also immer dran denken, wenn wir von Openwashing reden wollen, sind diese beiden Kriterien erfüllt? Handelt es sich um proprietäre Software? Gibt es eine irreführende Kommunikation ringsherum? Und es gibt noch andere Probleme, die muss man auch benennen. Die sind nicht unbedingt als Openwashing zu beschreiben, um diesen Begriff auch nicht zu verwässern. Wie gesagt, wir sollten alle schauen, wenn wir freie Software, wenn wir Open Source machen, dann auch darauf zu achten, dass wir selber kein Openwashing betreiben. Wir können mit anderen über das Thema sprechen, wir können das Thema thematisieren und die öffentliche Verwaltung, die Politik darauf hinweisen, auf die Relevanz des Themas hinweisen, die Awareness dafür erhöhen. Wir können Nachfragen klären und überzeugen, dass Openwashing eine schlechte Methode ist, dass es niemandem etwas hilft, also der Öffentlichkeit auf jeden Fall, der Allgemeinheit nichts hilft, wenn Openwashing passiert. Hier ein Satz, der auch zurückgekommen ist in unserer Umfrage, der ja darauf abzielt, dass Openwashing oftmals schon einen unehrlichen Hintergrund hat. Oftmals geht es bei Openwashing darum, sich einen Marktvorteil zu verschaffen, aber es gibt eben auch Fälle, da geschieht es einfach aus nicht besserem Wissen. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, wenn ich irgendwo auf ein Projekt stoße, was mir sehr eigentlich gut vorkommt und wo ich das Gefühl habe, hier hat jemand irgendwo eine proprietäre Komponente mit drin. Das müsste eigentlich gar nicht sein. Er spricht davon, es sei Open Source. Ja, dann ist es vielleicht auch gut, den erstmal anzuschreiben, anzusprechen, ein Issue aufzumachen und zu sagen, was ist hier eigentlich los? Kann man da vielleicht nicht einfach das Problem auf eine andere Art und Weise lösen und dadurch diese Unklarheit der Begriffe und das Openwashing vermeiden? Es gibt auch schon Projekte und es gibt Menschen, die das machen. Das ist jetzt, glaube ich, hier nicht so ganz gut zu erkennen, aber ich glaube, auf GitHub ist das noch zu finden. SSD Dan Brown, das Repository, der hat auch mitgemacht bei unserem Survey und eine Liste auf GitHub erstellt von Open Fusion Cases, wo es ganz so solche unklaren Fälle identifiziert und hat selber versucht, mit den Leuten hinter den Projekten Kontakt aufzunehmen und die davon zu überzeugen, es doch wirklich besser zu machen. Also ganz großartige Initiative, aber in vielen Fällen wird es nicht gehen, weil oftmals ist es dann eben doch auch einfach Absicht und der Versuch, sich einen Vorteil zu erringen. Und in dem Fall geht es ganz klar darum, Openwashing-Fälle benennen, Openwashing-Fälle kritisieren, damit das Thema auf der Agenda ist, damit das Thema erkannt wird von Politikerinnen und Politikern, von öffentlichen Verwaltungen, auch in unserer Community, so damit wir es in Zukunft weiterhin eindämmen können. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Am Schluss noch, bevor wir zu Fragen und Antworten kommen, eine in eigener Sache. Als Free Software Foundation Europe. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation. Wir sind, unsere Arbeit ist durch Spenden finanziert. Wir machen nicht nur Vorträge wie heute, sondern sind auch politisch sehr aktiv, beraten auch in rechtlichen Fragen, aber machen auch politische Arbeit für freie Software. Und unsere Arbeit ist nur möglich dadurch, dass ihr uns unterstützt. Also macht das gerne, geht auf diese Seite hier. Und spendet uns einen kleinen monatlichen Beitrag. Das ist uns eine riesengroße Hilfe, damit wir weiter in Richtung von Public Money Public Code. Vielen Dank. Danke, Johannes. Ja, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Wenn ihr eine Frage habt, hebt bitte kurz die Hand, damit ich euch das Mikro rüberreichen kann, damit es im Stream und in der Aufzeichnung zu hören ist. Ganz hinten natürlich. Kann man die Software von Dataport vielleicht doch noch Open Source machen, indem man das mit einer Informationsfreiheitsanfrage anfragt? Ich meine, das kann man natürlich versuchen. Gute Frage. Ich glaube, Dataport wird nur um die Software Open Source zu machen. Es ist ein bisschen obsolet auch. Da ist ja mittlerweile vom Zentrum für digitale Souveränität das Open Desk gibt, was aus Code von Dataport, also von Dataports die Phoenix entstanden ist und was tatsächlich einen wesentlich besseren Weg in diese Richtung eingeschlagen hat. Danke für den Vortrag. Du hast vorhin gesprochen von einem Beispiel, wo du gezeigt hast, dass eine Komponente
ich habe es nicht genau verstanden, aber die anscheinend eine Mehrfachlizenzierung hatte, also wo es quasi einmal GPL und auf der anderen Seite dann eine andere Lizenz für die gleiche Komponente. Das war aber nicht die gleiche Komponente, oder doch? Nee, genau, es waren also unterschiedliche Komponenten. Es gibt okay. Also ein Verzeichnis in dem Repository, was unter einer anderen Lizenz, die okay. nicht freie Software ist. Aber jetzt Mehrfachlizenzierung an sich, würdest du jetzt nicht sagen, das wäre jetzt schon Open Washing verdächtig? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, Mehrfachlizenzierung ist auf jeden Fall ein Red Flag, wo man genau hinschauen sollte. Also wo einfach die Gefahr groß ist, dass in Zukunft keine Open Source Variante mehr existiert. Freie Software Variante. Noch eine Frage. Gibt es auch einen Namen für den umgekehrten Fall, dass jemand vorgibt, dass eigentlich freie Software in Wirklichkeit, also jemand hat freie Software entwickelt oder hat eine GPL-Software weiterentwickelt und verrät das aber dem Endkunden nicht. Wie heißt das denn dann? Ist das dann Closed Washing oder? Aber ist ja auch irgendwie so Lizenzierungsschwindelei. Also ich würde jetzt sagen, wenn jemand eine Software als freie Software veröffentlicht und es gleichzeitig und es schafft, dass andere Leute dafür Geld bezahlen, dann ist es ja trotzdem eine freie Software. Würde jetzt, wie könnte es jetzt unklar sein oder wie könnte der Eindruck entstehen, dass es proprietär ist? Ja, das ist mir nicht ganz klar. Es gab doch so Fälle, wo Hardware verkauft wurde und dann hatten irgendwelche GPL-Software verwendet und haben das aber keinem verraten und haben gehofft, das merkt keiner. Okay, also zunächst ist die Frage, was für wie lizenziert ist die Software dann? Ist sie also mit einer MIT und in welchem Kontext und sind ringsrum noch proprietäre Komponenten? Also muss man immer genau hinschauen auf den Einzelfall jetzt. Aber grundsätzlich, wenn jemand GPL-lizenzierte Software mit seiner Hardware verkauft, ist das ja auch völlig okay. Die Frage ist, liefert er die Lizenz dazu aus und informiert er seine Käufer, dass eine freie Software ist und tut, wenn er das nicht tut und dann beziehungsweise auch den Code nicht zur Verfügung stellt, dann ist ein Lizenzverstoß. Ja. Du hast mehrfach das Beispiel erwähnt mit den Free Software privaten Editionen und den Business Editionen, die dann proprietär sind. Das klingt ja zunächst mal schön. Die Firmen verdienen ihr Geld an den Firmen, an anderen Firmen und für die Allgemeinheit stellen sie ihre Software zur freien Verfügung. Denkst du, das Modell geht generell nicht, funktioniert nicht oder woran siehst du das Hauptproblem? Also ich würde sagen, das Hauptproblem ist da, wo mit öffentlichen Geldern dann die, wenn sie denn proprietär sind, die proprietären Enterprise-Editionen beschafft werden. Weil dann wird öffentliches Geld für proprietäre Software ausgegeben. Oder wenn für Beschafferinnen und Beschaffer, also für diejenigen in den öffentlichen Verwaltungen, die für die Softwarebeschaffung zuständig sind, unklar ist, welche Version eigentlich welche unter welcher Lizenz steht und ob sie vielleicht mit der proprietären, mit der Enterprise-Edition proprietäre Komponenten erwirbt. Noch eine Frage. Ja, weil du es auch gerade schon gesagt hattest, mit Lizenzverstoß, gibt es denn irgendeine Stelle oder macht die FSFE irgendwas? Also keine Ahnung, ich habe das jetzt bei so alten Smartphone-Betriebssystemen vor allem oft gesehen, dass da ein Linux-Kernel drin ist und dann irgendwelche Kernel-Module geschrieben sind, die aber eigentlich zu größeren Teilen auf einer freien Lizenz basieren, aber dann nicht so veröffentlicht werden. Oder auch bei anderen Sachen, wenn die jetzt rechtliche Schritte androhen. Gibt es da irgendwas, was man da tun kann? Also man kann natürlich immer sich rechtlich gegen Lizenzverstöße wehren. Das kann man immer machen, wenn man die entsprechenden Mittel hat. Es gibt auch Organisationen, die das machen. Wir als FSFE haben dafür nicht die Ressourcen. Es gibt da beispielsweise die SFC, also die Software Freedom Conservancy, die das macht, also die ganz gezielt solche Fälle angeht. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank, Johannes. Dankeschön an euch.